Hey Leute, was geht ab? Hier ist der Kelvin und in diesem Film werde ich ein paar Gedanken raushauen zum Thema: Brauchst du unbedingt ein Fotostudio? Viel Spaß! Welcome to Kelvin Hollywood. Photographer. Trainer. An artist. You know. So, wie erwähnt, will ich heute mal ein paar Gedanken dazu raushauen, ob man unbedingt ein Fotostudio braucht. Und wie du siehst, ich stehe gerade in einem Fotostudio, aber eigentlich ist es kein Fotostudio, eigentlich ist es nur ein Büroraum. Und Leute, kein Scheiß, seit 10 Jahren schon fotografiere ich in ganz normalen Räumlichkeiten. Also nicht dieses klassische Fotostudio, dass man sich eine Halle sucht mit einer hohen Deckenhöhe, seit 10 Jahren. Alle meine Auftragsarbeiten der letzten 10 Jahre mache ich in ganz normalen Büroräumlichkeiten, in Wohnzimmern und es funktioniert. Und das will ich jetzt hier auch mit auf den Weg geben. Wenn du jetzt am Anfang stehst und vielleicht nach einem Fotostudio suchst, dann überleg dir gut, ob du diese riesigen Räumlichkeiten brauchst, denn die haben auch viele, viele Nachteile. Mein allererstes Fotostudio war eine Einzimmerwohnung, kein Scheiß. Habe ich mir damals mit einem Kumpel geteilt, das waren, was weiß ich, 25, 30 Quadratmeter. Und so eine Einzimmerwohnung, die hatte alles. Es gab eine Küche, es gab eine Toilette, es war schön warm. Und das hast du oft nicht, wenn du eine große Räumlichkeit suchst. Du musst auch bei großen Räumlichkeiten erstmal das ganze Material irgendwie reinschaffen, ne? Möbel und so weiter. Und bei einer kleinen Einzimmerwohnung ist das echt praktisch. Ich habe natürlich auch in einem Wohnzimmer angefangen zu Hause, das war aber irgendwie kacke, weil du den Duft der Leute nicht rausbekommen hast abends, wenn du dann auf der Couch saßt mit der Frau, mit der Familie. Aber so eine Einzimmerwohnung war echt geil. Jetzt bin ich in Büroräumlichkeiten und was ich hier habe, ist auch wieder die Standarddeckenhöhe, keine Ahnung wie hoch das ist, und es funktioniert. Worauf ich immer Wert gelegt habe, war der Abstand nach hinten. Da habe ich immer geschaut, dass ich so meine 7 Meter hatte und von der Breite, ja, da langen eigentlich 4 bis 5 Meter maximal. Aber nochmal, in meiner allerersten Einzimmerwohnung hatte ich vielleicht 6 Meter in der Länge und 4 Meter in der Breite. Also es waren, wie gesagt, 30 Quadratmeter, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Also meine Message an dich: Bevor du jetzt investierst in ein großes Fotostudio, was du nach ein paar Monaten eh nicht mehr nutzt, denk mal drüber nach, ob du nicht eine Wohnung suchst. Kein Scheiß, es funktioniert, hatte ich jahrelang. Beziehungsweise eine kleinere Räumlichkeit. Wenn du natürlich Fashion-Modeaufnahmen für Kataloge oder was weiß ich fotografieren willst oder Autos, dann brauchst du natürlich eine große Räumlichkeit, ein großes Fotostudio. Aber ich habe es die letzten 10 Jahre nie gebraucht. Und wenn ich es mal brauche, die große Ausnahme, Mensch, dann miete ich mir für diesen einen Tag ein größeres Fotostudio. Das wollte ich mal raushauen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib sie gerne hier in die Kommentare. Ich lese sie mir dann durch und versuche darauf zu antworten. Beziehungsweise, wenn du mehr Inhalte zu diesem Thema willst, mache ich dir gerne auch noch einen extra Film. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.